Mein Mann und ich waren schon zwei- oder dreimal vor der Wende in der DDR. Und zwar ist das so gekommen: Wir haben keine Bekannten oder Verwandten in der DDR. Und wir haben aber Nachbarn, mit denen wir öfter mal über die Verhältnisse in der DDR gesprochen haben und die auch Kinder und Enkelkinder in der DDR hatten. Und auf eine Bemerkung meinerseits hin, dass ich gesagt habe, die DDR wäre für mich so weit entfernt wie Hawaii, haben die uns eingeladen. Die wohnten in der Nähe von Potsdam auf einem Bauernhof. Und da haben wir ganz viele Leute kennengelernt, Nachbarn. Und es war aber immer noch vor der Wende. Und als die Wende nun eintrat, da haben wir wirklich keine Minute am Fernsehen ausgelassen, um zu gucken und zu erfahren, was passiert eigentlich, wie geht das wohl aus. Und als dann der Tag der deutschen Einheit kam, als wir auf dem Marktplatz standen und die Glocken in dem Uhrengeschäft erklangen und das Deutschlandlied gespielt wurde, das war schon für uns ein sehr ergreifender Moment. Und natürlich sind wir nach der Wende dann noch etwas später sofort wieder hingefahren und dann nochmal wieder, um mal zu sehen, was denn wirklich alles gelingt und was alles sich verändert hat. Und das war wirklich mehr als interessant.